Gemütliche Affekte, ungemütliche Affekte. Warum priorisieren wir die gemütlichen Gefühle? Komfortzone versus Leidensdruck. Fragen. Gibt es Entwicklung ohne Leidensdruck? Ist die Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen, um etwas dazuzulernen, genauso hoch, wenn es keinen Leidensdruck gibt? Was erleichtert mir mein Vorhaben, dem Leidensdruck durch meine Gefühle freundlich entgegenzutreten, um die Botschaft dieses inneren Drängens zu empfangen? Dieses Drängen kommt aus meiner Seele, die sich entfalten und reifen möchte. Ich weiß, dass ich diesen Drang benötige, um zu lernen und die zu werden, die ich tief im Kern meines Seins bin. Drum öffne ich mich meinen Gefühlen, selbst wenn ich umgeben bin von einer soziologischen Gemeinschaft, die Kontrolle, Zwang und Sicherheit priorisiert, um Gefühl und Leidensdruck, Angst und Tod zu verdrängen. Denn nicht nur der Leib kann sterben, auch die Identifikation mit einem persönlichen Konstrukt kann sterben. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Ohne Gefühl kein Lebensdrang. Ohne Angst keine Verletzlichkeit. Ohne Verletzlichkeit keine Liebe. Ohne Liebe kein Leben. Ohne den Mut, auch die Schatten zu betrachten, ist das Leuchten der Sterne matt und glanzlos. Bringe ich aber den Mut auf, die Fragilität und die Endlichkeit anzunehmen, bin ich bereit, diese Erde umzugraben und die Samen zu säen, ernte ich in mir Kraft und unsterbliches Bewusstsein.